Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete! Die Unterkunftsbedingungen von Flüchtlingen sind seit Jahren ein leider immer wieder aktuelles Thema im Land Brandenburg. Schon häufig haben Flüchtlingsinitiativen, Kirchen und soziale Dienste die Zustände in den Gemeinschaftsunterkünften, wie man sie nennt, kritisiert. Auch die Qualität und Quantität der Betreuung. Dazu bestand und besteht teilweise auch, und das muss man einräumen, immer noch Anlass. Erstmals hat sich in diesem Landtag ein Ausschuss in einem Fachgespräch mit diesen Bedingungen der zentralen Unterkünfte beschäftigt. Eine Arbeitsgruppe erarbeitete einen Vorschlag und ein Bericht der Landesregierung liegt nun vor. Und ich verhehle nicht, dass ich mit dem vorliegenden Ergebnis nicht zufrieden bin. Nein, wir können damit nicht zufrieden sein. Nachdem man sich noch einigermaßen über eine Verbesserung der bis dato herrschenden Verhältnisse einig war, beherrschte leider bei der konkreten Festlegung das Geld die Diskussion und damit die Debatte um die strikte Konnexität. Das ist wichtig. Die ist verfassungsrechtlich verankert und sie soll die Kommunen schützen. Aber die konkrete notwendige Verbesserung der Lebensumstände der Flüchtlinge in Brandenburg bleibt dabei auf der Strecke. Dabei gibt es Kommunen, die mit den geltenden rechtlichen Regelungen und damit den finanziellen Bedingungen wahrhaft menschliche und auch anerkannte Verhältnisse für die Flüchtlinge bieten. Und deshalb bin ich hier versucht, mich den schlichten Argumentationen der kommunalen Spitzenverbände, ich betone der kommunalen Spitzenverbände, nicht der Kommunen, mich dieser Ansicht zu verweigern. Dass das alles einzig und allein im Rahmen der strikten Konnektivität durch das Land Brandenburg zu erreichen sei. Hinzu kommt, dass seit mehreren Jahren die Zugangszahlen von Flüchtlingen deutlich angestiegen sind. Jährlich, ja monatlich wurden es, seit 2012 ist das fast dramatisch, mehr Menschen, die Zuflucht in unserem Land suchten. Zu dem Problem, sich auf ein wirklich menschliches Maß der Unterbringung und Betreuung zu einigen, kam dann noch die unzureichenden Kapazitäten in Land und in den Kommunen. Die Entwicklung wurde teilweise dafür dann zum Anlass genommen, nicht mehr über das Wie der Unterbringung nachzudenken, sondern nur noch über die Auslastungsgrenzen. Und damit bin ich beim nächsten Problem. Der Landtag beauftragte die Landesregierung, ein Unterbringungskonzept gemeinsam mit den Kommunen zu erarbeiten, langfristig. Leider mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass es nicht funktioniert hat. Ich zitiere: Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Konsultationen mit den kommunalen Vertretern ist das Ziel einer verstärkten Wohnungsunterbringung als ein länger andauernder Prozess zu verstehen. Meine Damen und Herren, das ist mir einfach zu wenig. Die Flüchtlinge können nicht länger warten. Natürlich ist es darum umso wichtiger, dass die angekündigte Arbeitsgruppe so schnell wie möglich ein Ergebnis zeigt. Wir wissen sehr wohl, dass es in den Regelungen im Landesaufnahmegesetz und den dazugehörigen Verordnungen Probleme gibt und dass wir dort auch das Wort Wohnungen vielleicht verankern sollten. Insofern begrüße ich es sehr, dass der Sozialminister heute darüber hier gesprochen hat. Vielleicht könnte man auch in dem Ergebnis überlegen, dass nicht so viele Wohnblöcke in den Kommunen vom Landamt abgerissen werden, für deren Abriss die Landesregierung zurzeit 5 Millionen Euro bereitgestellt hat. Befürchtungen, dass die Bevölkerung die neue Situation, die entsteht, nicht mittragen könnte, haben sich bei uns zum Glück noch nicht bestätigt, wenn wir jetzt an Berlin-Hellersdorf denken. Ich möchte deshalb, dass wir weiter auch auf die Kommunen zugehen und sie frühzeitig informieren und beraten. In Barnim zum Beispiel und jüngst in Märkisch-Oderland haben sich Vereine und Organisationen zusammengefunden, um gemeinsam zu überlegen, wie man die neuen Nachbarn begrüßen kann, wie man bei der Betreuung, bei der Beratung, bei dem Sprachunterricht sich beteiligen kann. Das ist interessant, weil entgegengesetzt zu der ablehnenden Haltung der kommunalen Spitzenverbände erarbeiten bereits Kommunen eigene Konzepte für eine menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Ich weiß das von Potsdam und in Barnim gibt es sowas auch.
Viele Landkreise und kreisfreie Städte sind verstärkt um Wohnungsunterbringung bemüht und stellen vermehrt Wohnungen bereit. Nur nicht alle Wohnungsunternehmen wollen da mitmachen. Lassen Sie mich abschließend sagen, vor 15 Jahren war unser Land bereits einmal mit einer großen Zahl von Flüchtlingen, vor allem damals aus dem ehemaligen Jugoslawien, konfrontiert worden. Damals begegneten die Brandenburgerinnen und Brandenburger den Flüchtlingen mit viel Ruhe, gemeinschaftlicher Gelassenheit und Solidarität. Das sollte uns auch diesmal wieder gelingen.